Es gibt Situationen, da ist ein wasserdichter Rucksack wirklich Gold wert. Und vielleicht hast auch du immer wieder Ausrüstung mit dabei, die auf jeden Fall trocken bleiben soll. Wenn du wissen willst, was ich verwende, was ich da empfehlen kann und was sich bewährt hat, ja, dann bleib dabei, denn ich zeige dir meine zwei liebsten Try-Bags. Ja, ich würde sagen, bleib einfach dabei. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Berlin. Schön, dass du dabei bist. Try-Bag, Trockensack. Ich verwende die von der Firma Hauk. Die habe ich auf Amazon gefunden vor einiger Zeit, letztes Jahr, jetzt sagen wir Juli, weiß ich nicht, 9 Monate, und habe die permanent im Einsatz, habe die bei meinen Survival Trainings eingesetzt und kann sie dir hundertprozentig empfehlen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, worum geht es dabei? Schau, die sind vernäht, das ist ein Seesack im Endeffekt. Der ist hier unten vernäht und da ist eine Naht. Das ist doppelt verklebt, das ist wirklich schön gemacht. Ich habe die auch in der Hitze liegen lassen im Auto, wo es richtig heiß wird. Und da hat sich nichts geöffnet, also da ist, ich kann einfach nichts Negatives finden. Und ich habe die in unterschiedlichen Ausführungen, in unterschiedlichen Größen. Ich finde das super, weil es einfach funktioniert. Das Prinzip ist ja sehr einfach. Du hast hier oben eine Öffnung. Das hat natürlich auch Nachteile, aber dazu komme ich dann gleich. Da ist jetzt die Ausrüstung drinnen. Du nimmst das, schaust halt, dass da nicht so viel Luft drinnen ist, klappst das zweimal um. Klack, Sache erledigt. So, dann gibt es dann in einer kleineren Version, das zeige ich da auch noch. So, dann umhängen. So kannst du den tragen, wie so einen klassischen Seesack. Hat natürlich kein Tragesystem, hat aber dadurch auch null Eigengewicht. Also du tragst, also das hat null Eigengewicht. Hier gibt es dann zwei so Schultergurten, die verschieben sich immer. Das ist ein bisschen nachteilig. Wenn du eine Jacke anhast, weil es ohnehin regnet und du in der kühleren Jahreszeit unterwegs bist, stört das nicht so sehr. Wenn du wirklich im Sommer bist und jetzt hier zum Beispiel die da herumscheuern, das ist unangenehm. Das ist der Nachteil. Ich meine, es gibt nichts, was nur super ist. Es gibt überall Vor- und Nachteile. So, das ist einmal das eine. Kann man natürlich jetzt verstellen in der Länge und alles, das ist überhaupt kein Thema. Du kannst doch hergehen und sagen, ich will das nicht als Rucksack tragen, sondern ich möchte das so als Slingbag tragen. Dann kannst du hier öffnen und umklacken, sozusagen. So, das nehmen wir da jetzt raus. Und dann hast du das Sling. Auch den großen. Finde ich vielleicht ein bisschen unbequem für den großen, aber es funktioniert. So, ich habe das schon sehr oft jetzt getestet, wirklich sehr, sehr oft. Und auch Wasserdichtheit und die ganzen Geschichten, das funktioniert einfach toll. Und ich habe auch einen kleinen, das ist so ein EDC sozusagen, wenn ich sage, okay, wir sind, oder für eine kleine Wanderung, wenn ich sage, wir sind jetzt so ein bisschen unterwegs und ich will das Zeug wasserdicht haben, dann nehme ich den so als Slingbag, super. Also 100% wasserdicht, das ist einfach genial. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt sozusagen für dich und bringe dich hier runter und wir schauen uns das einmal an. Was passt da rein, wie kann das Konzept ausschauen? Schau mal her. Das ist der große, der 30 Liter. Es gibt dann noch einen in 20 Liter, den Link zu Amazon gebe ich da unten, schau dir das an. Aber das ist jetzt der 30 Liter und da ist da oben jetzt noch einiges am Platz. Da passt wirklich nur einiges rein, das ist überhaupt kein Thema. Da passt noch Ausrüstung rein. Da habe ich jetzt meine Jacke, ja, das ist so eine dünne Jacke. Ja, die habe ich auch mal vorgestellt, gebe ich da oben den Link. Ja, passt jetzt rein. Dann habe ich nicht wirklich komprimiert, also nicht auf maximale Kompression jetzt hier. Einen Dauernschlafsack von Carinthia zum Beispiel, ja, den hier. Ich habe das der D600 jetzt, den habe ich in der letzten Zeit häufig dabei gehabt. Und auch nicht komprimiert eine Luftmatratze. Ja, so. Und da war noch immer genug Platz. Also wenn ich das jetzt noch einmal wirklich fett komprimieren, da habe ich unten noch vom letzten Survival Training Nudeln und Nüsse dabei. Ja, da sind sie. Ist auch noch drinnen. Also ich sag dir, ja, ich sag dir, du kriegst in diesen 30 Liter Seesack die Ausrüstung rein, die wirklich trocken bleiben muss. Ja, und hast dann noch immer Platz für was anderes. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine Option für die ganzen, die ein Coming-Home-Bag oder ein Bug-Out-Bag oder, und damit meine ich ein realistisches Bug-Out-Bag, ein realistisches Fluchtgepäck. Nicht, dass ich habe da eine ganz andere Philosophie. Wenn du das auch einmal sehen willst, da gebe ich da oben den Link, da habe ich mal über die Wahrheit über Bug-Out-Bag gesprochen vor ein paar Jahren. Das ist etwas Realistisches. Schau, wenn ich das jetzt dann noch einmal komprimiere oder gleich in einen Kompressionssack packen würde, wie viel Platz ich da noch habe. Schau mal her. Das geht bis da runter, das geht bis daher. Ja, und da könnte ich noch mehr komprimieren.
Und bis hier oben kann ich das noch mit Ausrüstung füllen. Also das ist eine Variante, mit der du einen Rucksack, ich sag das jetzt mal so, kreieren kannst, den du auch, der geringes Eigengewicht hat, wo du alle notwendigen, absolut notwendigen Dinge reinkriegst und damit am Leben bleiben kannst. Also da passt jetzt zum Beispiel noch ein kleines Tarp hinein. Ein Becher aus Titanium oder aus Plastik und eine Flasche und so, das ist alles überhaupt kein Problem. So, und kannst das natürlich nicht so bequem wie ein Tasmanian Tiger Redback MK3 mit dir herumtragen, ja, als Rucksack, so, oder als Sling, wie du magst. Das hast du hier hinten drauf. Da kann es regnen, da kann's, das ist dir alles vollkommen schnurzpiep egal, weil das ist wasserdicht. Und du kannst jetzt dann zum Beispiel noch vorne am Bauchel sozusagen oder vor der Brust noch dieses kleine Teil hier nehmen. Also du hast hinten, ja, ich habe das jetzt natürlich zerstört, weil ich einen Sling draus gemacht habe, aber schau, du hast hinten den hier mit 30 Liter und hast hier vorne den hier. Und das hat null Gewicht, das ist super. Ich weiß schon, dass es jetzt da Kommentare geben wird, die sagen, das ist ein Schaß und das funktioniert nicht und das kann nicht gehen und sowieso. Total okay, ja? Gib mir einen Daumen nach unten, schreib mir einen blöden Kommentar, ist alles in Ordnung. Aber wenn du jetzt drüber nachdenkst und du sagst, warum erzählt mir der übergewichtige Glatzkopf das überhaupt, dann bist du auf einem richtigen Weg. Denn das kann eine Alternative sein, um leicht und kompakt mit wenig Ausrüstung unterwegs zu sein, Gewicht zu sparen und trotz alledem so gut wie alles dabei zu haben, was wirklich, wahrlich wichtig ist. Da geht es jetzt dann nicht um Komfort und dass ich noch meinen Hobo auspacke oder dass ich sage, okay, und ich will noch meinen Zahnbürstel dabei haben und mein Pediküren-Set und vielleicht noch ein Mollesystem drauf, wo ich dann noch 100.000 an Löffel und an Kinnspan und da habe ich noch meine Tate. Nein, das ist nur für das absolut Notwendigste und wenn es um das hier geht, wenn ich weiter tun muss, ja, und jedes Gramm Gewicht relevant ist. Wenn du noch jung bist oder wenn du voll im Saft stehst oder wenn du nicht Kreuzbeschwerden hast, dann ist das eine Variante. Gib ihr mal eine Chance, gib ihr eine Chance. Ich habe es getan und bin begeistert. Es muss natürlich jetzt nicht von der Firma Aug sein. Ich habe nur die ausgewählt bei Amazon, weil die waren günstig, hatten gute Bewertungen und ich habe die jetzt getestet und zwar mehrfach. Und dann mag ich gleich eine Geschichte erzählen. Ich habe das jetzt zweimal so richtig im Hardcore-Test gehabt. Einmal nur so halb Hardcore. Und zwar, ich bin mit einer Firma marschiert ein paar Kilometer, die Firmenteilnehmer, die wussten gar nicht, dass sie jetzt auf ein Survival Training gehen und hatten in diesem 30er Pack, ja, in diesem 30er Pack alles, was sie brauchen, um einen Tag und eine Nacht und einen Halbtag draußen zu überleben. Das heißt, da war eine Unterlagsmatte, ein Schlafsack, übrigens kein Daunenschlafsack, sondern ein Synthetik-Schlafsack, der deutlich größer war. Es war Wasser dabei, es waren Schnüre dabei, es waren Nahrungsmittel dabei, also es waren unterschiedlichste Aspekte dabei und die hatten jeder so ein Backerl. Und da war alles drinnen, um gut durch die Nacht und durch den nächsten Tag zu kommen. Und da wäre noch immer Platz gewesen, weil die konnten natürlich ihre privaten Dinge da reinbringen. Das ist ausreichend. Das war das eine. Das war nicht so hardcore, das war eigentlich ganz locker. Und dann haben wir ein kleines, so eine Art Push-the-Limits-Training gemacht. Ja, da gibt es jetzt dann auch etwas Neues bei mir am Survival-Training. Da gebe ich da unten den Link dazu. Push Your Limits, ein eigenes Survival-Training, wo du Meter machst, wo du Stationen anläufst, wo es nicht nur um das Lernen geht, sondern wo es darum geht, dass du rausfindest, wo deine Komfortzone und deine Leistungsgrenze ist und wie weit du über deine Leistungsgrenze kommen kannst. Das ist eher was, nicht für die, die sagen, ich habe sie ja gemütlich und will mit rein ein bisschen plaudern und herausfinden, wie man die Natur nutzen kann, sondern wo es dich körperlich und geistig einfach aushängt. Ja, das gibt es auch. Und bei solchen Push-the-Limit-Training, da ist genau das auch zum Beispiel das Richtige. Ich nehme nur das absolut Notwendigste mit, aber das muss wasserdicht bleiben, das muss zusammenbleiben. Und ja, ich weiß, dass das auch einen Nachteil hat. Und jetzt, weißt du, das eine ist Schwärmerei und das ist super, aber es hat auch Nachteile. Nummer 1, das ist ein Seesack. Und bei so einem Seesack hast du einen Nachteil. Der Nachteil ist, wenn du ein Teil brauchst, musst du dann auch suchen und meistens ist es so, dass die Teile ganz unten sind, die man gerade braucht.
Das heißt, du brauchst irgendein Ordnungssystem und brauchst dann auch wiederum eigene Sackerl und Taschal, die du da drinnen hast, um kleinere Ausrüstung zusammenzuhalten. Da gibt es auch etwas, da gebe ich da unten den Link in meinen Shop, das ist von Tasmanian Tiger, so Mesh Pockets, so Netztaschen. Und die sind im Endeffekt da, um Ordnung in den Rucksack zu kriegen. Und das ist da ganz relevant, weil du halt nicht die Unterteilungen hast. Das ist jetzt auch, und da werden jetzt sich jetzt der eine oder die andere fragt sich jetzt, ja, warum haben die das beim Militär nicht? Warum sind die so blöd und tragen dann diese schweren taktischen Rucksäcke? Na, weil die im Ernstfall das trainiert haben, dass an der Stelle am Rucksack genau dieser Ausrüstungsgegenstand ist. Und der hat die Tasche und der weiß, es ist die Situation und das ist abgespeichert, weil er das so oft trainiert hat und greift dorthin, nimmt das runter und macht. Wenn er erst einmal seinen Seesack aufmachen muss und sagt, na jetzt schauen wir mal, ob das da irgendwo drin ist und ausleert und das ist ein Blödsinn. Daher, wir dürfen halt nicht militärische Anwendungen und militärische Notwendigkeiten mischen und vermischen mit dem zivilen Ansatz. Aber wie auch immer. So, das ist der Nachteil, dass alles irgendwie Kraut und Rühren, wie man in Österreich sagt, zusammenliegt. Nummer 2, der zweite Nachteil, den wir auch vergessen ist, der hat kein Tragesystem, das Ding, gell? Also wenn du den vollfüllst nur mit Wasserflaschen und da jetzt 20 Kilo tragst, dann, man, der Gurt, das ist nichts im Endeffekt. Ja? Das darf in sich nicht zu schwer sein, weil sonst wird es unangenehm. Okay, das ist der Nachteil. Das heißt, wenn ich jetzt weit wandern gehe und da massive Strecke machen will und so weiter, muss ich auch aufpassen. Das ist der Nachteil dabei. Hat kein trage- und bequemes System. Das ist so. Aber das ist auch der Punkt. Es gibt immer zwei Seiten. Es gibt nicht die Eierlegende, die wollen mich so, die wirklich alles kann. Für den einen ist das eine Gott und für die andere Anwendung die andere. Musst halt du entscheiden. Aber dem würde ich eine Chance geben. Beziehungsweise, wenn du sagst, ich möchte nicht auf meinen Tasmanian Tiger, mein Wies Sport und wie sie alle heißen, verzichten, es kommt die Sonne raus, wird mal warm, dann hast du ja noch eine weitere Variante. Du brauchst ja jetzt nicht umsteigen und du brauchst im Endeffekt gar nichts tun. Das ist ja nur eine Vorstellung, eine Option. Du nimmst dir dieses kleine Taschel hier, klackst das hier ab und gibst das mit rein. Also wenn du sagst, das stört dich jetzt zum Beispiel und hast jetzt nur das als Try-Bag und gibst da die Sachen rein, die dir wichtig sind, steckst die rein in deinen Rucksack. Das braucht nicht viel Platz und du weißt dann, dass die Sachen, die wichtig sind, wasserdicht verpackt sind, zum Beispiel ein Schlafsack oder was auch immer. Also auch eine Option. Gut, das war's jetzt. Ja. Ich könnte da jetzt noch Stunden darüber plaudern und reden, wo die Anwendungsgebiete sind, wo die Vor- und Nachteile sind, aber das ist einmal eine runde Geschichte. Wenn dich das interessiert, gebe da unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Ich gebe da auch den Link auf die anderen erwähnten Produkte. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten und einen Kommentar mag ich dich bitten. So wie immer, wie siehst du das? Erzähl uns ein bisschen was dazu. Hast du Trybags? Hast du die von Ortlieb oder von anderen Firmen? Kennst du Hawk? Ja? Hast du die im Langzeittest? Ich nehme sie in den Langzeittest, weil ich habe sie erst ein Dreivierteljahr jetzt im Einsatz und vielleicht lösen sich die in 2 Monaten auf. Ich weiß es nicht, glaube ich aber nicht. Das wäre sehr, sehr nett. Link zu den Produkten findest du unten, auch zu meinem Orientierungstraining, Online-Kurs, wenn du wissen willst, wie man sich in der Natur bewegt, wie man sich orientiert und auch den Link zum Push Your Limits Seminar. Schau dir das ganz einfach an. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.